Yo, meine Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fiesta Online. Und endlich mal eine vernünftige Live-Aufnahme ohne Zeitraffer, ohne alles und eine seit langem 15-Minuten-Folge mal wieder. Und ja, ich würde mal sagen, wir legen hier direkt los. Ich muss einmal schauen. Ich muss mich hier erstmal reinfinden, generell, was wir jetzt machen sollen und was nicht. Ich weiß, wir haben mit Level 130 eine wiederholbare Quest. Muss ich mal schauen, was da jetzt so alles neu ist. Ich glaube, die Level 130er machen wir direkt, ne? Weil 132 haben wir ja die Säbelzahn. Schießt mich durch, wie die heißen. 133 haben wir Riesen, 134 haben wir Kräuter. Das heißt, 130 und 131 müssen wir irgendwie uns durchschlingeln. Entweder durch Tagesquests oder durch irgendwas anderes. Ne? Deswegen schaue ich mal. Ich nehme jetzt einfach alle Quests an, die wir seit 128 haben. Ja, seit 128. Die wir dann auf jeden Fall mit Level 124 machen werden. Und das heißt, die ersten Quests, die wir bekommen zum Annehmen und Abgeben, mache ich auch einfach direkt jetzt mit, weil. Wobei das eigentlich keinen Sinn macht, denn mit 130 bekommen wir ja eigentlich noch gute Erfahrungspunkte von der Tagesquest. Denn die Tagesquest, da muss ich gleich mal auch mal reinschauen, wie gut oder wie schlecht die sind. Denn man kloppt so lange, bis ein Stein droppt, dann kloppt man 5 Nepis. Ja, und dann bekommen wir auch schon über 10%. Also das ist eigentlich ein ganz gutes Angebot. Ah jo, Fähigkeiten kaufen muss ich auch noch. Da haben wir eine wiederholbare Quest. Die Kerr. Wie heißen da? Das sind die Steinmeier Bogenschütze und Schwertkämpfer. Auf die an sich ist sie ja, glaube ich, gut. Nehmen wir einfach mal alles an. Da haben wir doch noch Quest. Wo? Warte mal. Was haben wir denn noch für Quest zum Annehmen? Das ist der Steuermann. Achso, hier. Achso, nee, die beiden. Achso, okay. Da hinten haben wir noch mal eine Person. Ganz alleine, ganz weit hinten. Dann nehmen wir die Quest natürlich auch noch an. Machen wir. Achso, man kann ja jetzt Leertaste drücken. Stimmt, voll vergessen. Und dann können wir direkt Quest abgeben, die ersten, ne? Muss ich mal schauen. Ach, ja, wie gesagt, ich mach's einfach sofort. Bei wem denn jetzt? Da. Nee. Ach doch, nicht zum. Okay. Moment, Ärmer, Lehrmeister. Wir kaufen uns neue Fähigkeiten, die können wir benutzen. Wie viel Platz haben wir denn? Okay. Die können wir nicht benutzen, die können wir benutzen. Die können wir benutzen. Das ist dann nichts mehr für uns, aber das noch für uns. Und hiervon 130 und 130. Sehr schön. Dann können wir das alles so machen. Einmal alle benutzen. Hier muss ich mal schauen. Magie-Explosion. Machen wir mal hier drauf. Das hier hatten wir auch noch dabei. Ach, die aktualisieren sich alle von alleine, ne? Stimmt, genau. Das wurde ja umgeändert. So, und das heißt dann also hier. Ach, muss man einmal reinkommen. Bei wem hatten wir denn jetzt eine Quest zum Abgeben? Basilia. Luftschiff, Liaula ist Basilia zufällig auf der anderen Map. Haben wir da nicht jemanden zum Abgeben? Ey, ist aber auch gerade bei mir alles hier voll kompliziert. Ne, läuft und läuft. Moment, ich gehe mal kurz zur anderen Seite. Was da jetzt los ist. Und dann können wir auch direkt mal ausprobieren, wie stark oder wie schwach die Monster dort sind. Eine 130er Rüstung habe ich auch. Ist die zufällig hier? Ja, guck mal, hier ist sie immerhin. Dann gehen wir mal die Quest hier schnell ab. Und kriegen jetzt eine neuere Quest. So, dann haben wir hier immer noch Ming aus der Zukunft. Der ist ja ein Rumen. Jenna, ne, Robert. Zöllezin, irgendwas. Dann haben wir dann noch Jones. Ach, die sind bestimmt. Da muss ich mal schauen, wo die sind. Moment. Aber erstmal will ich mal gucken, wie es hier sich entwickelt. Also wenn ich die einzeln zerkloppe, dann sieht es so schon mal aus. Wenn ich mich jetzt treffen lasse von denen, sieht es ganz übel aus. Das heißt, ich darf mich nicht treffen. Oh Gott, ja. Dann sage ich mal so, hau mal schnell ab. Das heißt also, ich brauche auf jeden Fall eine Sprintrolle, ich brauche einen Buff. Und Rollen. Ja, da wäre jetzt so lustig gewesen, wenn da jetzt drinne Meteor wäre. Nee, Meteor. Ah, ich habe keine Ahnung, wie die heißen. So, Moment. Da sind jetzt zwei Stück, ne?
Das heißt, ich hau mal eine Nova drauf. Und mache eine andere Musik, nehme ich nochmal an. Das heißt, Nova draufgehauen, das hier draufgehauen. Meteor dahinterher gehauen. Den hier mache ich jetzt immer schnell kaputt. Ah, ich fühle das irgendwie nicht so. Vor allem, weil die so schneller sind als ich. Darauf habe ich halt erst recht keinen Bock. Moment. Aber es gibt ja noch diese hier. Ach, die sind nur 34. Die sind sogar, glaube ich, noch schlimmer, ne? Dann haben wir doch noch oben irgendwas, ne? Ja gut, die Nebis, die werden uns auch, glaube ich, komplett auseinanderhauen. Habe ich das Gefühl. Ersatzteil. Ne, wir können jetzt aber keine Quest mehr abgeben. Moment. Diesen 133, sind die schlimmer oder sind die nicht so schlimm? Von der Schnelligkeit her sind die ein bisschen schneller als ich. Na, wobei, die haben eine gleiche. Ziehen ja auch 3,7 Magie Damage ab. Ganz, ganz fürchterlich. Okay, dann weiß ich Bescheid schon mal. Ganz, ganz fürchterlich wird es hier. Gut, dann reisen wir mal zurück. Ich muss mal schauen, wir haben ja noch weitere Quests zum Annehmen. Da lang. Zum Thema eine bessere Musik. Verfügbar. Also, wir haben dann hier soweit alles angenommen. Das heißt, dann nochmal zurück nach Rumen. Stadtmeister Tentakel-Albtraum. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Priesterin Margarita. Die sind ja alle auf der Map irgendwo rum verstreut, ne? Sehe ich gerade. Dann laufen wir auch wieder von Map zu Map und haben jetzt schon 4%. Nicht schlecht. 96% noch und dann sind wir Level 131. Auch nicht schlecht. Fürs nichts machen. Ach, habe ich einen DC? Ja, ich habe wohl einen DC. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich nach dem... Ja, wobei, da macht ja für euch keinen Unterschied, ne? An sich bringt es ja wirklich nichts, wenn ich sage, wir sehen uns gleich nach dem Schnitt wieder oder so. Also, naja, egal, wo wir nicht verstehen, da war ich gerade irgendwie ganz woanders. So, und wir setzen nochmal an. Also, ich habe das Gefühl, dass da die ganze Zeit was Blaues leuchtet. Aber ich weiß nicht, wo man hier was abgehen kann. Wir haben da eine verlorene Seele. Dann lassen wir da zuerst hinlaufen. Und gucken, was es da so Schönes gibt. Das ist jetzt die Frage der Fragen. Verlorene Seele ist da oben. Verlorene Seele? Bei wem können wir... Gucken wir mal, was wir da annehmen können. Achso, da haben wir diese Teile. Ja gut, nehmen wir trotzdem an. Also für mich... Achso, das sind ja die Teile, ne? Oh ja, die machen auf jeden Fall gut Damage. Das kann ich ja so schon mal sagen. Also Damage-technisch sind wir gut. Ich muss mal schauen. Ist ja eine ganz normale plus 0 Rüstung, ob ich die auf plus 3 mache. Ja, muss ich mal schauen. So, der hat 4 Quests, so, ja, die wir annehmen können. Ach ja, man kann ja immer noch. Das ist jetzt so eine Veränderung, ey, da muss ich einmal klarkommen. Dann haben wir die angenommen und dann haben wir die auch angenommen. Sehr schön. Ne, ich wollte schon sagen, 40 Quests kann ich ja gar nicht haben. Zack, zack, zack. Okay, jetzt haben wir die angenommen. Das heißt, dann reite ich mal eben nach Rumen. Und nehme dort die nächste Quest an. Brauchen wir die Teile? Ne, die brauchen wir nicht. Erstmal. Ich habe diese Relikte angenommen. Ich finde die Map, die ist immer noch buggy. Das ist die, oder? Ne, ne? Nummer 1, Mandragora. Ja, die ist immer noch buggy. Die kriegen das aber auch nicht gefixt, warum auch immer. Ja, ist eine gute Frage. Nächste Frage. Nach wie lange ist jetzt schon diese Map draußen, Insel? War viel zu lange. So, das heißt, wir gehen jetzt nach Rumen, dann nach Bera und dann können wir ja noch ins ominöse Tal rein, denn da gibt es ja auch nochmal 1000 verschiedene Sachen. Ja. Gut, dann gucken wir da erstmal nach. So, der Steuermann. Was hat denn der Steuermann hier? Die Fluten des Seedrachens. Die Fluten des Seedrachens, das ist der Seedrachen. Ne, die brauchen wir halt nicht. Das wäre nur Zeitverschwendung. Da haben wir nochmal einen Captain. Wir haben... Wo ist denn... Bei wem kann ich denn das Ding da annehmen? Wo war denn der jetzt? Abgeben bei Ming aus der Zukunft. Wo ist denn der? War der nicht immer in Rumen irgendwo? Moment, ich nehme die Quest an. Ins SS kommen wir ja nämlich nicht mehr rein. Nee, da kommen wir nicht mehr rein. Ist ja...
Oder wann mal, wo steht. Da bin ich irgendwie voll überfordert. Wo kann der denn sein? Das ist die 125er. Die war doch sonst immer in Rumen, oder nicht? Gute Frage, nächste Frage. Muss ich mal gucken, wo der ist. Die 125er, der war doch immer in Rumen. Moment, ich guck mal jetzt einmal kurz hier nach, aber hier ist er auch nicht. Oder ist er irgendwann mal umgestellt worden? Ich weiß es nicht. Weil das kann doch auch nicht sein, dass es der Typ ist vom Zergehenschloss. Okay. Keine Ahnung, was für eine Quest war, aber okay. Dann haben wir hier bei dem noch was. Wie heißt der denn? Templarin? Ist die Templarin? Ah, ja, das ist die Templarin. Das ist ja die eine Quest, ne? Ming aus der Zukunft. Allianzwächter. Ach, der kann ich ja direkt hier abgeben. Guck, dann machen wir das sofort. Das ist eigentlich für die Quest, für die Kinden-Quest. So, dann können wir die doch wieder hier annehmen. Chuck. Trifft Ming unheilvollen Teil. Ah, unheilvollen Teil. Ja, doch, das, der ist jetzt also doch unteleportiert worden nach in ominöses Tal. Hoffe ich jetzt mal, will ich mal sagen. Mensch. Das ist das Problem, wenn man sich nicht mit neuen Inhalten befasst. Na, dann bist du am Rumrätseln die ganze Zeit ohne Ende. So, hier haben wir schon mal nix. Kahal-Schlucht. Oh, ich muss mal schauen, wie überhaupt da hinkommt. Also ich gehe mal den alten Weg, den ich kenne. Oder konnte man jetzt von der Insel direkt dahin? Nee, ne? Hab ich jetzt mal überfragt. Also, wenn ich mal reingucke. Wir haben jetzt hier... Verletzte Wache, Krieger. Die verletzte Wache ist also in Pegels Schlachtfeld. Juna, wie viel gibt die denn? 98 Millionen. 98 Millionen. Wir brauchen 172 Millionen für 1%. Das heißt, wir kriegen 0, irgendwas Prozent von der Quest. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie sehr die sich lohnt. Dann haben wir noch Jones. Jones habe ich auch keine Ahnung, wo der Typ ist. Ich glaube auch in irgendwie diesem Tier. Gute Frage, nächste Frage. Laufen wir mal auch mal hin und gucken nach, was da los ist. Kinderquest-mäßig haben wir ja genau. Kolisos Heiligtum. 4 bis 20 Leute. Man hat 10 Minuten Zeit reinzukommen, wie es aussieht. Und man braucht mindestens 4 Teilnehmer. Und danach mal kloppen, wie viel man möchte. Alles klar. Jetzt haben wir hier immer noch so ein komisches Ersatzteil. Brauchen wir das oder brauchen wir das nicht? Dieses Ersatzteil. Ich glaube, das brauchen wir nicht mehr. Das haben wir eigentlich für eine Quest gebraucht und das wäre es dann. Silberrücken. Ne, brauchen wir nicht mehr. Kann ich also wegschmeißen. So. Da hatten wir doch noch, genau, Ursulas 20 Stück davon kloppen. Das ist Kristallhöhle. Wie viel gibt die denn? Die gibt 163. Das ist... Ne, wir brauchen 270. Wir brauchen 272 brauchen wir für 1%. 272. Das heißt, die 93 Millionen ist ja ganz, ganz schwach. Und ich muss mal nachfragen eine Sache. Und zwar, wie das halt demnächst aussieht wegen... Weil ich habe gehört, es werden Geister gekloppt in diesem Tal. Ob das diese 5 Geister sind oder nicht sind. Das ist jetzt die Frage der Fragen. Boah. Da bin ich jetzt aber auch schon wieder überfragt. Naja, wir gucken mal rein. An sich haben wir ja schon die 15 Minuten geknackt. Das ging mal flott. Ich habe gefühlt nichts geschafft. Dann renne ich mal kurz rein und gucken wir mal weiter. Zack, rein mit dir. Ominöses Tal. Das sieht doch, glaube ich, hier. Ah, da ist der Ming aus der Zukunft. Alles klar. So, wenn mal. Leck. Wir haben Pegel Schlachtfeld und wir haben hier Insel. Also könnten wir doch von der Insel direkt hier rein. Da muss ich mal schauen, wo der dort ist. Dann nehme ich mal eben hier die Quest an. Und würde er mal sagen, ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann leider da nach unten. Aber bitte kommentiert in den Kommentaren, wieso, weshalb, warum. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und bis zur nächsten Folge, Leute.
Haut rein!